Ein Gruß geht raus an alle Zocker-Enthusiasten da draußen. Wir haben heute hier vor uns, nein, kein Cyberpunk-Gerät, aber vom Namen her, beziehungsweise eine Farbe, die nennt sich Cyber Neon, kommen wir hier schon hin. Ihr seht vielleicht hier in der Mitte dieses Logo, also das Nubia Red Magic 5G Smartphone. Hier heute bei uns vom CECT Shop zum Unboxing und Hands-On, also ganz frisch reingekommen. Das Gerät gibt es mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher, 5G SA, NSA, der 865er Qualcomm Snapdragon treibt das Ganze an. 144 Hertz, 6,65 Zoll AMOLED Display, DTS X Ultra DDR5, Arbeitsspeicher UFS 3.0, interner Speicher, 64 Megapixel Hauptkamera, 55 Watt Charging, 5G und luftgekühlte Schnellladetechnik. Das die Specs in der Übersicht und alles weitere wie immer nach dem Intro. Wir lüften das Geheimnis hier, den Deckel des Nubia Red Magic 5G. Ja, das letzte Gerät war das Nubia Red Magic 3S. 4 wurde mal wieder direkt aus Aberglaube hier in China übersprungen, denn das von der Aussprache her klingt so viel wie tot in China. Ja, wir haben dann einmal die schwarze Version hier. Ihr seht schon diese X-förmige Anordnung. Dann gibt es das Gerät noch in Rot sowie in Cyber Neon. Auf der einen Seite grün, auf der anderen Seite rot. Und dann gibt es auch noch eine transparente Version, wie wir das schon beim Xiaomi Mi 8 und beim Xiaomi Mi 9 hatten. Also, wo ihr das Innenleben hier über die Rückseite erkennen könnt. 5G, hier die Triple Cam, Dreifachkamera, 64 Megapixel Hauptsensor, 8 Megapixel Zweitsensor und einen 2 Megapixel Drittsensor. Ihr seht dann hier unten auch schon wieder Docking-Anschlüsse. Wir haben den Gaming-Knopf hier, diesen roten. Wir haben hier Öffnungen eben einerseits zum Luftkühlen und dann auch noch Schultertasten hier oben. Ein- und Ausschalteknopf, Lautstärkewippe, Klinkenbuchsen, Stecker, also für die Nutzung von Kopfhörern. Und wir haben ebenfalls schon eine Display-Schutzfolie ab Werk mit aufgetragen. Ja, ihr seht also kein Fullscreen-Display. Wir haben hier noch an der Stirn und der Kinnseite schwarze Ränder ein bisschen. 6,65 Zoll Super AMOLED, das Ganze hier. Ja, und mit dem Display, da beschäftigen wir uns später nochmal. Erstmal wie immer hier der Blick in den Lieferumfang. Die Kontrollliste liegt natürlich bei. Und was gibt's sonst noch hier? Also hier dann schon erkennbar das Ladegerät. Wow! Bringt ziemlich was auf die Waage. Ein richtiger Klumpen hier. Natürlich Stecker Typ A, wie üblich hier bei den China-Handys. Wie gesagt, 55 Watt werden hier durch die Leitung gepumpt. Luftgekühlte Schnellladetechnik. 4.500 mAh starker Akku mit 11 Volt und 5 Ampere Max. Dann geht das Ding nach Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, dann liegt hier ein solcher Ladeadapter dabei. Andernfalls, je nach Empfängerland, legen wir natürlich ebenfalls passende Adapter bei. Ja, hier dann das Ladegerät. Aha, also L-förmig, dass es eben nicht beim Zocken so stört. Und dann haben wir hier nochmal einen USB-C, also zwei USB-C. Seht ihr dann hier, ich denke beim letzten Gerät, wo wir das gesehen haben, war das Lenovo Z6 Pro. Also hier auch beim
Nubia Red Magic 5G. Zwei USB-C Anschlüsse. Wir haben natürlich eine SIM-Nadel und ziemlich groß hier das Booklet. NX659J. Die Modellnummer, die es bei uns im CECT-Shop zu kaufen gibt. Alles natürlich Mandarin, wie ihr hier sehen könnt. Dual SIM, Dual Nano, keine Speichererweiterung hier möglich. Beim Nubia Red Magic 5G. Und was haben wir hier noch? Alles klar, also Garantie. Alles im Mandarin. Und dann sind wir hier quasi durch mit dem Lieferumfang. Bisschen Platz schaffen. Ja, schmuckes Handy. 215 Gramm. Ja, die 200er Grenze, die haben wir ja mittlerweile wieder durchbrochen. Die Geräte werden wieder größer, werden wieder schwerer. Verfügbar mit 8 plus 128 GB, mit 12 plus 128 GB oder mit 12 plus 256 GB sowie mit 16 plus 256 GB. Colorful Light Effects. Was passiert hier? Jawohl, also wieder auf der Rückseite hier. Diese Lightning Effects hatten wir ja beim Black Shark 3 auch mit dabei. Also hier könnt ihr LED, Alarmglock, wenn es lädt, bei Anrufen, eingehenden Anrufen, Benachrichtigungen etc. das Ganze hier eben einstellen. Breathe, dieser Effekt oder Flashing oder Steady Lighting Up, dass es eben ständig am Leuchten ist. Hier dann auch wieder der Hinweis, wie bei den letzten Nubia-Geräten der letzten 3-4 Jahre, Freunde. Leider bekommt es hier Nubia nicht gerade hin, so die UI, also das User Interface, das Betriebssystem, voll zu übersetzen. Aus dem Grund findet ihr stets bei den Nubia-Geräten bei uns im Online-Shop den Hinweis, dass das Betriebssystem, egal ob Original-ROM oder mehrsprachige ROM, hier nie komplett in die jeweilige ausgewählte Betriebssystemsprache übersetzt ist. Also ihr seht hier, das Ganze ist auf Einstellungen Deutsch. Allerdings dann eben auch hier Notification and Status Bar. Ihr habt Lockscreen, Launcher and Theme, Colorful Light Effect. Ja. Ihr findet hier keine komplette Übersetzung. Other System Settings, also weitere Einstellungsmöglichkeiten. Hier Sprachen und Eingabe. Hier oben Sprache Deutsch steht zur Verfügung, aber wie gesagt, die Übersetzung lässt hier ein wenig zu wünschen übrig. Wenn man sich allerdings dem Englischen ein wenig mächtig ist, dann habt ihr hier keine Probleme. Und solltet ihr Fragen haben, dann steht euch unser deutschsprachiger Kundensupport auch jederzeit gerne zur Verfügung. Angetrieben wird das Red Magic 5G natürlich durch den Snapdragon 865 X55 5G Modem und dem Adreno 650. Also volle Latte Leistung hier. DDR5 Arbeitsspeicher, UFS 3.0 interner Speicher. Wir haben 240 Hertz Abtastrate hier bei dem Display. Eine 144 Hertz Bildwiederholungsrate. Jetzt sind wir mal durch mit den Sprachen. TÜV Rheinland zertifizierte Low Blue Light Zertifizierung, ja, 2340x1080 Pixel Auflösung, Always On Display, seht ihr hier, Tools, also Werkzeuge, die hier verfügbar sind, Nubia Shop ebenfalls mit drauf, meine Dateien, ja, App Center, das Game Center, Einstellungen hier, die Drag and Drop, Eyecare, Augenschutz, Docking Station, Screen Recording etc. pp. 4096 stufige Helligkeitsanpassung hier auch mit am Start. Das Display fühlt sich auf jeden Fall hier auch das Display Glas, Gorilla Glas, deutlich wertiger an als beim Xiaomi Black Shark 3. Das war ein bisschen so, ja, mehr Plastik und hohl,
wenn man drauf gedrückt hat. Der Ein- und Ausschalteknopf, der ist hier ziemlich weit unten, muss man sagen. Also eigentlich müsste man ja erwarten, selbigen hier anzufinden zum Beispiel. Allerdings dann hier unten, also ein bisschen weiter unten das Ganze. Plus, minus Lautstärkewippe. Wie gesagt, ihr habt hier die Schultertasten rechts und links zum Zocken. Mikrofonöffnung, Klinkenbuchse, Gaming-Mode-Taste, Docking-Station. Und hier unten dann Dual-SIM, Mikro, USB-Typ C und nochmal Öffnungen für den Lautsprecher. Wir haben hier Stereo-Lautsprecher verbaut. Mal schauen, jetzt auf die Schnelle kein anderes USB-Typ C-Kabel dabei. Also ihr habt hier nicht nur diese LED-Effekte auf der Rückseite beim Laden. Ihr seht es wahrscheinlich pulsieren, sondern ihr habt dann hier auch wie bei den anderen Vorgängermodellen eine LED-Benachrichtigungsleuchte in Rot, Oldschool. Schön, das mal wieder zu sehen auch. Ja, die Kameras auf der Rückseite, die sind wir schon durchgegangen. Auf der Vorderseite haben wir eine 16-Megapixel-Kamera, powered by Nubia Red Magic 5G. Nice. Ja, wir sind mit dem Einstellungsmenü natürlich noch nicht fertig. Ja, ihr könnt es euch vorstellen, Dualband, Wi-Fi, wir haben auch Wi-Fi 6 mit an Bord, was unterstützt wird. Keine NFC, wie hier zu sehen, Bluetooth 5.0 natürlich, Notifications und Statusbar, Display, Dark Mode, Screen Refresh Rate, also hier diese 144 Hertz eSports Level, Freunde, eSports Level. Schöne Sache, Breathing Light hier auch wieder für Charging oder Do Not Disturb. Screen Display Preferences. Automatische Helligkeit, nein. Wir lassen das Ding hochgefahren, Nachtlicht, Modus, also hier alles einstellbar, Always On Display, schon gezeigt, Lockscreen und Launcher, Pocket Mode, also Taschenmodus, Töne, also der Bums kommt hier aus dem unteren, sind aber eben Stereo-Lautsprecher. Apropos 4G, FDD, LTE, wird auch wieder ein ganzer Sack voll Frequenzen und Bänder unterstützt. Unter anderem hier auch Band 20 mit 800 MHz, Band 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 18, 19, 12, 17 etc. pp. Ihr findet wie immer alle Spezifikationen, Netz, Standards etc. bei uns im Online-Shop in der Artikelbeschreibung. Ja, Töne, da waren wir gerade drin. Was gibt's hier noch? Nichts mehr, sind wir durch. Other Accounts, also andere Konten. User Help, die Hilfe, kein Handbuch hier, allerdings sicherlich auch nur auf Englisch bzw. Chinesisch. Neo AI Colorful Light Effects Cooling Fan. Ja, diese luftgekühlte Kühlungseinrichtung, da könnt ihr hier auch, wann es eingeschaltet werden soll, einstellen. Navigation, die Navigations-Fullscreen, andere Gesten oder dann eben hier die Navigationsbar, die Onscreen-Tasten einstellbar. Game Docking Station. Ja, also wenn es Zubehör gibt. Wir hatten ja bereits von den Redmi Red Magic 3 Geräten ziemlich viele Zubehörartikel, unter anderem diese Gaming Dock Station oder auch Bluetooth Game Controller. Dann findet ihr die natürlich auch wieder bei uns im Online-Shop. Wenn nicht, einfach mal eine Nachricht an unseren Support und wir kümmern uns drum. Super Snap, Screen Split, Bild im Bild,
Einhandmodus Double Click to Light Up und Raise Your Hand Screen is On. Als weitere Features hier Passwort, Displaysperre, Fingerabdruck oder Face Recognition, also Gesichtserkennung, Security, die Sicherheit, Permissions, also hier die Erlaubnisse, App-Infos, Power-Management für den Akku, Strom sparen also oder eben nicht, volle Leistung rausblasen. Andere Systemeinstellungen, hier waren wir auch schon, vielleicht mal im Speicher reinschauen, also von der 128 GB sind hier noch 107 GB frei. Und Systemupdates bei der Original-ROM natürlich mit am Start, also per OTA über das Telefon. Hier nochmal das Redmagic 5G, heißt wirklich so NX659J, die Modellnummer Redmagic OS Version 3, Snapdragon 865 plus das X55 5G Modem, 8 GB Arbeitsspeicher hier, 128 GB interner Speicher und Android 10. Also hier seht ihr auch wieder diese ganzen Nachrichten poppen hier in Chinesisch auf. Das bitte beachten. Abschließend mal reinschauen, was hier in der Kamera so los ist. Dreifach, fünffach, zehnfach. Also schnell durchgetippt. Coole Sache. Geht noch mehr? Nein. PDAF natürlich. Ja, wir können hier mit Superzeitlupenaufnahmen aufwarten mit 1920 Frames per Second. Ja, ein Mate 30 spielt er natürlich in einer anderen Liga. Wie auch schon beim Vorgänger, dem Redmagic 3, sind hier anscheinend Videos mit bis zu 8K, Ultra HD 8K möglich. Oder eben dann Ultra HD 4K, Ultra HD 4K 60 Frames per Second abwärts. Also das schon mal hier bestätigt. Night-Aufnahmen, Nachtaufnahmen, Porträtaufnahmen und normale Fotos. Pro und die Kamera Family. Wunderbar. Ah, hier noch ein Timer einstellbar. Einstellungen, Face Detection, Touch to take a photo. Und Wechsel auf die Front und gleich Beauty Mode an. Schauen hier mal in die Einstellungen noch rein. Picture Size 12 Megapixel. Und Videos. Vielleicht auch noch interessant für euch Vlogger da draußen. Full HD 1080p. Freunde, wunderbar, das soll es mal wieder von uns hier vom CECT-Shop gewesen sein. Heute mit dem Nubia Redmagic 5G Gaming Smartphone, 144 Hertz Bildwiederholungsrate, angetrieben natürlich durch den Snapdragon 865 mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher. Wie immer, das Gerät gibt es nur bei uns im CECT-Shop. Zu bestellen und zu kaufen, Link in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer CECT-Shop-Team.